Das Wall Street Journal hat vor nicht allzu langer Zeit von der dümmsten Energiepolitik der Welt geschrieben, die Deutschland betreiben würde. Und man hat das Gefühl, durch Putins Krieg kriegen wir für diese Energiepolitik so richtig die Quittung. Es ist so, dass es für Deutschland doch ziemlich dicke kommt derzeit. Und in diesem Video versuche ich mal so ein bisschen diese Entwicklung zu zeigen, die sich in Grafiken visualisieren lässt. Dieser Abstieg Deutschlands, der sich faktisch visuell darstellen lässt. Und das genau will ich in diesem Video mal tun. Letztendlich ist das, was derzeit jetzt der Fall ist, die Folge vorhergehender Fehler. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Werden wir weiterhin beharren, dass diese bisherige Politik, die ja so offenkundig erratisch war, doch irgendwie ideologisch gerechtfertigt sei? Oder werden wir sagen, okay Leute, wir haben da vielleicht Bockmist gebaut, jetzt müssen wir ein bisschen umsteuern, jetzt müssen wir ein bisschen pragmatischer werden, denn andere Umstände erfordern andere Aktionen? Diese Frage muss sich Deutschland nun stellen und ich bin gespannt, wie die Antwort ausfallen wird. Aber schauen wir uns erstmal kürzlich jetzt erschienen, nämlich gestern, ein Wall Street Journal Stück, wo man sagt, das Ende der deutschen Idylle, das deutsche Geschäftsmodell, das steht jetzt richtig auf der Kippe. Das basierte ja auf billiger russischer Energie auf der einen Seite, es basierte auf der Globalisierung auf der anderen Seite, während wir jetzt praktisch sehen, dass Blöcke entstehen, China, Russland, Iran auf der einen Seite, der Westen auf der anderen Seite und große Länder wie Indien, die balancieren sich da so zwischendurch, und das alles sorgt dafür, dass das deutsche Geschäftsmodell natürlich in Frage gestellt ist, dieses exportgetriebene Modell, das faktisch immer wieder zu bestimmten Exzessen geführt hat, auch zu Ungleichgewichten, eben die deutsche Handelsbilanz extrem positiv. Und wenn die deutsche Handelsbilanz extrem positiv ist, dann sind andere Handelsbilanzen eben extrem negativ oder die Handelsbilanzen anderer Länder. Aber damit ist jetzt erstmal Schluss. Wir sind seit 1991 das erste Mal laut Zahlen von gestern mit einer negativen Handelsbilanz, und das zeigt so ein bisschen, was da passiert. Deutschlands Stärke war ja der Export. Dieser Export, der ist jetzt durchaus in Frage gestellt, vor allem, weil eben die Importe immer teurer werden, a, durch einen schwachen Euro. Wir haben eine einst relativ starke Währung aufgegeben, durch eine jetzt doch eher aufgeweichte Gemeinschaftswährung. Das hatte vielleicht Sinn gemacht oder hätte Sinn gemacht, wenn man das zunächst mal für einheitlichere Wirtschaftsräume gemacht hätte, also vielleicht für Holland, Österreich. Solche Länder hätten sich damit eine Gemeinschaftswährung zusammenschließen können, aber eben nicht die gesamte Eurozone mit Problemkindern, die wie Griechenland schlicht lange noch nicht so weit waren. Jedenfalls bemerkt man im Ausland eben diese deutsche negative Handelsbilanz etwa mit dem Satz, okay, wir haben schon alles gesehen jetzt auch im Jahr 2022. Wir dachten, nichts kann uns mehr überraschen, aber dass die deutsche Handelsbilanz das erste Mal seit 30 Jahren negativ wird, das überrascht auch das Ausland und hat dafür sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Ja, man ist eben zu abhängig von Importen bestimmter Energierohstoffe und die sind immer teurer geworden. Jetzt müssen wir vor allem sehr viel teures Flüssiggas importieren, aber hier sehen wir mal, dass dieser Anstieg und die geopolitischen Spannungen vor allem den deutschen Konzern Uniper, ja eine Abspaltung von E.ON, jetzt massiv unter Druck bringt, muss wahrscheinlich vom Staat gerettet werden. Hier sehen wir praktisch spiegelbildlich den Kurs, Aktienkurs von Uniper auf der einen Seite und die Gaspreise auf der anderen Seite. Jetzt hat der Bund gestern in wirklicher Windeseile eine Grundlage für einen Gasschutzschirm erstellt. Also man bereitet praktisch die Verstaatlichung eines größeren deutschen Konzerns vor. Das ist an sich schon bedeutend. Und jetzt ist es eben so, dass das Gas genau das ist, was unsere Achillesferse ist. Wir beziehen ja mehr als 50% unserer Gaslieferungen aus Russland. Gerade hier ist die Abhängigkeit besonders hoch, weniger von Rohöl, da beziehen wir etwa ein Drittel oder bezogen wir, inzwischen ist das reduziert, ein Drittel unseres Bedarfs aus Russland. Bei Gas war es etwa 55%, und genau das ist jetzt praktisch der Engpass. Die Gaspreise in Europa 700% gestiegen in diesem Jahr.
durch den Ukraine-Krieg, respektive durch die Sanktionen, die Antworten der Russen etc., was alles eben damit zusammenhängt. Und hier schreibt ein Twitter-Kommentator: Ich wusste, dass die deutsche Energiewende gleichzeitig Atomkraft und alles runterzufahren und praktisch sich gleichzeitig auf russisches Gas zu verlassen, dumm ist und böse enden würde, aber ich habe nicht gedacht, dass es so schnell passieren würde. Wir sind ja jetzt dabei, etwa Städte wie Hamburg überlegen schon Warmwasserrationierungen, wenn es mal hart auf hart kommt. Am 11. Juli beginnt ja diese Wartung von Nord Stream 1. Nord Stream 2 wäre ja auch fertig, will man aber jetzt natürlich nicht mehr machen wegen den Sanktionen. Nord Stream 1, Wartungsarbeiten 11. Juli, dauern 2 Wochen. Ob dann Gas kommt, ist eben, danach nochmal Gas kommt, ist eben unklar. Und was rät uns die Regierung in Form eines Staatssekretärs, der sagt, ja, legt euch doch besser Notstromaggregate zu, und das, während wir faktisch die Atomkraftwerke abschalten, die etwa nur 6% des deutschen Strombedarfs noch decken können, weil wir nur noch 3 haben. Aber dann erzählen uns Politiker, wie etwa hier in Hamburg ein Grüner, ja, aber das würde doch gar nicht gehen, weil man würde doch die Brennstäbe gar nicht bekommen, weil die seien ja alle aus Russland, was natürlich totaler Quatsch ist. Natürlich hat Russland in Sachen Brennstäbe, Uranbrennstäbe, einen gewissen Marktanteil, aber eben lange nicht 100%. Man kann diese Brennstäbe, könnte diese Brennstäbe A, woanders erwerben, und B, würden die 3 bestehenden Atomkraftwerke ohnehin noch mit den alten Brennstäben bis Mitte 2023 auskommen. Also da werden aus ideologischen Gründen Phantomprobleme erschaffen, damit man dann eben den Leuten zuraten muss, Notstromaggregate sich anzuschaffen. Das zeigt so ein bisschen die ganze verquere Welt, in der wir aktuell hier sind, welche Probleme wir uns selber geschaffen haben, die wir jetzt letztendlich ausbaden müssen. Und diese Probleme hängen natürlich mit den Energiepreisen zusammen. Hier sehen wir auch beim Strom mit einem massiven Anstieg, hat sich im Grunde seit einem Jahr etwa verfünffacht im Preis, während der Gaspreis jetzt wieder nach oben schießt. Der war schon mal im März mit Beginn des Krieges noch krasser, aber wir sehen, dass dieser Aufwärtstrend im Gaspreis offenkundig wieder aufgenommen wird. Und all das, wie gesagt, das konterkariert das lange so gut funktionierende deutsche Geschäftsmodell, das auf billiger Energie aus Russland basierte, plus gleichzeitiger Globalisierung, alles war schick, alles war super, und wir konnten uns dann eben scheinbar leisten zu sagen, naja, wir Deutschen machen alles anders, wir sind so der Geisterfahrer, der auf der Autobahn hört, oh, ein Geisterfahrer unterwegs, und der dann sagt, nee, nicht einer, sondern 1000, und wir halten die anderen für alle für doof, die jetzt allerdings in der Regel weniger Probleme haben als wir, weil wir so furchtbar schlau waren in der Vergangenheit. Und das fällt uns jetzt eben ein bisschen auf die Füße, zumal wir ja jetzt gesagt haben, ja, mit Gas ist ein bisschen schwierig. Wir haben ja eine Infrastruktur, Solar und vor allem Wind, aber wenn die nicht ausreichend Strom liefern, braucht man eben eine Parallelstruktur. Das waren bisher Gaskraftwerke, jetzt haben wir Gasmangel, also hat Habeck gesagt, wir machen Kohle. Die Kohlekraftwerke werden raufgefahren, da haben wir in Moorburg hier in Hamburg das modernste Kohlekraftwerk der Welt abgeschaltet. Jetzt will Vattenfall, das das Werk gebaut hat und betrieben hat, das Ganze nicht mehr anschmeißen, weil man natürlich schon die Abfindungen, die Abschreibungen kassiert hat. Das war ein richtig gutes Geschäft. Und da, wie gesagt, ist das modernste Kohlekraftwerk mit den geringsten CO2-Emissionen. Das lässt man unten, während hier in der Nähe von mir in Wedel ein sehr viel älteres und schmutzigeres Kohlekraftwerk immer wieder angefahren wird. Und das alles ist nötig, weil eben Solar und Wind nicht ausreichen und wahrscheinlich niemals ausreichen werden, weil man nicht garantieren kann, dass Wind und Sonne immer der Fall sind auf der einen Seite, und weil man diese Energie praktisch nicht speichern kann auf der anderen Seite. Und so kommt es, dass jetzt die Kohlepreise nach oben steigen, weil natürlich alle wissen, ja, die Deutschen, die haben ziemlich viel Bedarf an Kohle. Hier sehen wir, wie sich der Preis auch hier vervielfacht hat. All das ist teuer, ist immens kostenintensiv, und es sind unsere Steuergelder. Damit ist sozusagen der Staat immer schwächer, wenn er immer weniger Steuern einnimmt. Und weniger Steuern nimmt er auch dadurch ein, dass wir hier ja die welthöchsten Stromkosten haben. Kein anderes Land hat höhere Kosten, und das heißt natürlich für unsere Unternehmen einen immensen Wettbewerbsnachteil gegenüber ausländischer Konkurrenz, weil einfach die Produktionskosten schon so hoch sind. Und jetzt hat mit Nordex etwa
Der letzte Windkraftanlagenhersteller wird jetzt Deutschland verlassen, weil es schlichtweg die Wettbewerbsfähigkeit, wenn man hier in Deutschland produziert, nicht mehr gegeben ist, eben aufgrund auch der neuen Kohlendioxidsteuer, die ja jetzt jedes Jahr ein bisschen wieder noch weiter angehoben wird. Umweltpolitik seit 1998 will ja systematisch Energieverbrauch verteuern. Genau, das ist ja eigentlich das Ziel, fossile Energieträger zu verteuern, um sozusagen diese grüne Wende vorbildlich zu schaffen. Nur zerstören wir dabei nicht nur unsere gesamte Industrie, sondern vor allem auch unsere Autoindustrie. Jetzt hat die EU ja beschlossen, ab 2035 dürfen keine Verbrenner mehr gebaut werden. Mal sehen, ob dann überhaupt genug Elektrofahrzeuge herstellbar sind. Wahrscheinlich dürfen wir dann keine Verbrenner mehr fahren, aber haben nicht genug Elektrofahrzeuge. Wäre so ein bisschen typisch für das leicht ideologische Konstrukt, das man sich hier schafft. Und all das, diese Probleme, die ich vorhin angesprochen habe, die zeigen sich etwa in Charts. Hier sehen wir mal die gesamte Marktkapitalisierung deutscher Unternehmen als Anteil an der Gesamtmarktkapitalisierung der ganzen Welt. Hier sehen wir, da sind wir jetzt unter 2% gefallen. 2008 etwa waren wir noch deutlich über 4%. Das ist ein kontinuierlicher, systematischer Abstieg, könnte man sagen. Wir haben mit Linde jetzt nur noch eine einzige Firma unter den Top 100 Firmen mit der größten Marktkapitalisierung. Dann kommt SAP an 110 und Deutsche Telekom 123, Siemens 127. Ich glaube, nichts verdeutlicht stärker, wo das eigentliche Problem ist, dass wir praktisch in Sachen Wirtschaft immer weiter zurückfallen. Keine Unternehmen haben, die wirklich in der Welt noch eine große Rolle spielen. Und das ist kein Zufall, sondern die Folge einer langjährigen politischen Entwicklung. Und jetzt kommt noch dazu, dass die Deutschen natürlich jetzt auch ein bisschen schlecht positioniert sind für diese Inflationszeiten mit negativen Realrenditen. Hier eben die 10-jährige Staatsanleihenrendite minus Inflation, da sind wir jetzt schon seit vielen, vielen Monaten ziemlich negativ, nämlich 74 Monate, also schon ein paar Jährchen, kann man sagen. Und das ist natürlich für eine Nation, die vor allem spart, eine etwas schlechte Entwicklung. Hier sehen wir mal, die Sparquote der deutschen Haushalte liegt mindestens eigentlich immer bei 9%, 11%. Jetzt ist sie dann bei Corona nochmal nach oben geschossen, ist seitdem wieder deutlich runtergegangen. Aber die Deutschen haben mit die höchste Sparquote in Europa, was natürlich dann ein bisschen schlecht ist. Wenn du Inflation hast von über 8%, dann entwerten sich diese Sparvolumina, die man hat. Und das liegt eben auch daran, dass die Deutschen eben dann ihr Kapital, das sie haben, meistens auf Konten liegen haben, Spar-, Sicht- und Termineinlagen, Versicherungen, Pensionskassen. Das ist das Allermeiste. Der Rest ist fast unbedeutend. Also die Deutschen trifft diese Inflation viel mehr als etwa die Italiener, die viel mehr konsumieren, weniger sparen, dadurch auch weniger betroffen sind dann letztendlich von diesem Anstieg der Inflation. Und die EZB, die kümmert sich jetzt weniger um die Inflation, sondern um die sogenannte Fragmentierung, also den Anstieg der Renditen etwa italienischer, spanischer, griechischer Anleihen. Und hier sagt man in Gestalt von De Guindos, wir sind also ganz fest committed, dass wir diese finanzielle Fragmentation bekämpfen wollen, denn wir wollen, dass unsere Geldpolitik, die wir machen, praktisch bei allen gleich ankommt. Ja, das ist sozusagen die Vergleichmachung der gesamten Länder. Alles soll gleich sein, auch wenn die Bedingungen total unterschiedlich sind, die historischen Entwicklungen total unterschiedlich sind. Das muss man jetzt gleich machen. Vielleicht macht es ja Sinn, dass man etwa für deutsche Anleihen bislang, müsste man vielleicht sagen, deutlich weniger Risikoprämien zahlen musste als etwa für griechische oder italienische oder spanische. Das hat ja durchaus Sinn gemacht, auch wenn Deutschland also ein bisschen auf dem Weg ist in Richtung Griechenland, hat man das Gefühl. Aber jetzt mit einer Notenbank, die eben diese Unterschiede einebnen will, sich vorwiegend darum kümmert, statt um Inflation. Gestern im Marktflüster hatte ich gezeigt, dass man sich vorwiegend auch jetzt um Klimapolitik gekümmert. Und während etwa die australische Notenbank heute Nacht mal wieder die Zinsen um 0,5% angehoben hat, ist jetzt die EZB in Gestalt von De Guindos, den Sie eben gesehen haben, der EZB-Vize, ja, mit großen Versprechungen in Sachen Juli, also jetzt in diesem Monat, dürften die Zinsen dann um 0,25% steigen. Ein riesiger Schritt, wenn du über 8% Inflation hast. Naja, und wenn du
einen Marcel Fratscher in deinen Reihen hast, dann brauchst du keine Feinde mehr als Deutschland, könnte man sagen. Marcello Fracciaino jetzt wieder mit einem großartigen Tweet, der gesagt hat, viele, die in Deutschland eine hohe Inflation vorausgesagt haben, dazu hat übrigens der Marcello nicht gehört, der hat gesagt, alles Panikmacher, haben dies mit dem Argument getan, es gebe zu viel Liquidität und dies löse einen Nachfrageboom aus, der zur Inflation führt. Nein, Marcello, das haben die nicht gesagt. Die haben nur gesagt, wenn du zu viel Liquidität hast, zu viel Geld hast und dabei zu wenig Güter, dann hast du zu viel Geld, das zu wenigen Gütern hinterherjagt und dann gibt es immer Inflation. Das hat mit Nachfrageboom gar nicht viel zu tun, sondern schlichtweg mit dem Mangel an Gütern durch Lockdowns, durch Corona, durch Ukraine-Krieg und der zu großen Geldmenge, die dann diesen wenigen Gütern hinterherjagt. Dadurch entsteht Inflation ohne Nachfrageboom, weil die Dinge, selbst wenn ich gleich viel konsumiere, trotzdem teurer werden, wenn schlichtweg das Angebot immer geringer wird. Also hier sieht man diese verquere Logik, das ist so ein Propagandist dieser Politik, der Marcello Fracciaino, die wir in den letzten Jahren hatten. Und wir sehen jetzt die Folgewirkungen und statt das zuzugeben, dass er sich permanent geirrt hat, permanent daneben gelegen hat, kommt jetzt so ein, rabulistisch anmutendes Argument hier von Marcello Fracciaino, das zeigt, wie hier getickt oder wie man hier tickt. Tesla übrigens, auch einer meiner allerbesten Freunde, Elon Musk, wird jetzt nicht nur die Berliner Gigafactory 2 Wochen stilllegen, sondern auch Shanghai. Es zeigt, wie großartig es derzeit für Elon Musk läuft. Das sehen wir ja auch hier an den internationalen Absatzzahlen von Tesla. Das ist eine Wachstumsstory von unglaublicher Dynamik jetzt in den letzten Quartalen. Es wird immer besser. Gut, dass Tesla mehr wert ist nach wie vor als die allermeisten Autokonzerne zusammen. Insgesamt also dadurch, natürlich jetzt durch die hawkische Wende der Fed, durch den monetären Klimawandel, durch das, was an Verlusten passiert ist, auch der DAX ja mit dem schlechtesten Halbjahr jetzt seit 2008, natürlich unter Druck. Anlegerstimmung erreicht historische Tiefwerte und die Deutschen sind da ein ganz guter Kontraindikator. DAX-Stimmung am Boden zum Verkaufen zu spät, hat Stefan Heibel hier bei Finanzmarktwelt gefragt. Aber vielleicht sind die Deutschen da wieder ein super Kontraindikator, wie gesagt. Jetzt ist so ein bisschen Hoffnung da, dass Biden die Zölle gegen China in dieser Woche auflösen wird oder beschließen wird, die abzuschaffen. Nicht, weil man jetzt so freundlich zu China wäre, obwohl heute Yellen und der chinesische Liu He telefoniert haben, also der praktisch damals die Verhandlungen mit Trump schon mitgeführt hat. Man will jetzt also wieder miteinander sprechen. Wie gesagt, es steht im Raum, dass die Zölle abgeschafft werden wegen der Inflation. Und das sorgte bislang für eine ganz ordentliche Stimmung. Wir haben ja am letzten Freitag gesehen, gestern ja Freitag in den USA, dass die US-Märkte sich durchaus noch erholt haben. Allerdings Utilities ganz vorne, Real Estate relativ weit vorne, defensive Sektoren also weit vorne. Dennoch sind wir jetzt in einer Zeit, die saisonal extrem günstig ist, die beste Zeit des Jahres bisher gewesen. Und abschließend, meine Damen und Herren, noch 2 Empfehlungen. Gaspreis steigt deutlich. Pakistan, Norwegen, was ist da wirklich der Fall? Und nochmal, wenn Sie genauer wissen wollen, was da auf uns alle zukommt, Bundschaft in Windeseile Grundlage für Gasschutzschirm. Das wird eine spannende Frage, wer die Kosten dann tragen wird für diese gestiegenen Gasrechnungen und Energierechnungen, die die Leute tragen. Das wird eine heiße politische Diskussion. Jedenfalls diese beiden Videos, nicht Videos, sondern Artikel unter dem Video. Das wollte ich sagen. Und jetzt nochmal die Bitte, verteilen Sie dieses Video, teilen Sie dieses Video auf Social Media und die Artikel und alles, was von Finanzmarktwelt kommt. Damit helfen Sie mir und das freut mich sehr. Jetzt erstmal einen guten Start in diesen Dienstag. Ich sage Servus und Ciao.